Hallo ihr Lieben, ihr seht, wir sind wieder gut gelaunt, weil wir haben einen Grund dafür. Ja, mehr dazu nach dem Intro. Genau. So, heute. Leute, wir sind vor anderthalb Jahren ungefähr, ein Dreivierteljahr angefangen mit YouTube. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt über 3000 Abonnenten. Yay! Aber wir dafür. Machen heute mal keine Sektflasche auf, weil wir das sowieso nicht hinkriegen. Genau, da sind wir immer schon gescheitert dran. Ja, wir wollten uns einfach mal bei euch bedanken für die Treue, die ihr uns haltet, mit netten Kommentaren. Die Kommentare vor allem. Also ich das ist so immer dieser Prickel, geht ein Film raus. Und wann kommen die ersten Kommentare? Und da sind so viele herzliche, liebe Menschen dabei. Also das ist, ihr seid alle klasse. Ja, vor allen Dingen auch aus Deutschland, aus Holland, aus Dänemark, ja. Schweiz, ja, noch aus Dänemark. Österreich. Ja, wahrscheinlich auch. Ne? Und wir sind immer so manchmal echt gerührt, wie viel Interesse da ist. Und das ist wirklich so Balsam für die Seele. Ja. Also ist schon interessant, dass wir bei einigen von euch so ein Stückchen von eurem Leben geworden sind. Ne? Da sind welche dabei, die warten auf unsere Filme. Auch du. Erwischt, ne? Ja, ist nicht selbstverständlich. Das hätten wir uns eigentlich, als wir den Bubi gekauft haben, nicht gedacht, dass wir wirklich mal so... Dass wir überhaupt YouTube machen würden, das war ja noch gar nicht klar. Das ist ja eigentlich dadurch erst entstanden, habe ich vorher nie damit zu tun gehabt. Ne? Ja, vor allen Dingen, ich finde es immer so, wirklich so super interessant, wenn man sich das jetzt so nochmal Revue passieren lässt, die ersten Filme angucken und wie wir uns auch, ich sag mal, wirklich entwickelt haben, muss man ja sagen. Also ich ja vom ersten Film, habe ich da überhaupt was gesagt? Ich weiß ja gar nicht. Vor allem, der Uli wird immer hübscher. No? Und also wie wir uns da auch selber verändert haben, aber auch wirklich durch YouTube, muss man sagen. Weil das einfach, man kriegt halt Feedback, dass man alles richtig macht. Das ist so toll. Ja. Nur die drei, die immer wieder Daumen nach unten machen, macht ihr ruhig. Aber was haben wir gelernt? Sind auch Klicks, die gewertet werden. Genau. Also danke. Nein, die eigentlich, also das war eine ganz interessante Sache, das habe ich letztes Mal irgendwo gelesen. Eigentlich müsste es ja Sinn machen, dass man Klicks, also positive Daumen kriegt und dann kommen negative und die ziehen dann wieder von der Wertung ab. Würde eigentlich Sinn machen. Aber das passiert ja wohl nicht. Also insofern, tobt euch aus, wenn ihr immer Spaß daran habt, unbedingt das Ding zu setzen. Ich meine, der einen oder anderen gefällt es vielleicht auch nicht. Das ja, ist einfach, ja, freie Meinungsäußerung. Ja, schöner wäre immer nur, wenn man weiß, warum. Also das wäre immer nur schöner. Aber ich glaube, das hat jeder so oder jeder YouTuber, dass er irgendwo da, jetzt bin ich gerade im Moment irritiert, aber jeder YouTuber, dass er irgendwo auch negative Daumen runterkriegt. Aber naja, gut, so ist es. Man kann nie nur positiv, man kann es nicht jedem recht machen. Das ist auch gut so. Das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen einfach so, wie wir sind. Das werdet ihr schon mitgekriegt haben. Wir sind nicht autistisch, wir sind authentisch. Und ein wenig. Bluna, genau. Ein bisschen Bluna ist jeder. Und wir wollen auf diese Weise ja, uns mit unseren Freunden auf der anderen Seite unterhalten. Wir sehen euch als Freunde, denen wir unsere Geschichten erzählen. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Früher war das so. Dann kommt man aus dem Urlaub zurück, hat den Leuten erzählt, pass mal, was wir erlebt haben. Ja, aber ich habe aber was viel Besseres erlebt. Und dann war nämlich das. Und da kommt man gar nicht mehr zum Reden und das war dann durch. Dann hat man Fotobücher gezeigt. Ja, gucke ich mir gleich an. Da wurde eine Seite gelegt. Es interessiert keinen. Also wenn ich daran beteiligt ist oder beteiligt war, auch mit unserem mit dem Kastenwagen durch die Gegend zu fahren, ist kein Interessent da in der Familie. Haben wir auch heute noch von unserer Riege guckt sich keiner das an. Also ja, wird teilweise tatsächlich im Kopf auch geschüttelt. So nach dem Motto, man gibt ja vieles preis. Nee, möchten wir auch. Unseren Freunden geben wir gerne was preis, oder? Ja, ich meine, wir bestimmen ja immer noch, inwieweit wir was preisgeben. Und wenn wir wirklich was nicht sagen wollen oder beantworten wollen, dann würden wir das auch kundtun und dann wird es auch akzeptiert. Aber das haben wir noch nie so erlebt. Also uns geht es wirklich darum,
auch das wiederzugeben, was wir auch permanent ernten, weil wir sind ja nicht nur YouTuber, die irgendwas geben, wir nehmen auch viel. Also wir gucken uns da ganz viele Leute an, die alle, ich möchte jetzt nicht alles aufzählen, sonst heißt, sagt irgendeiner wieder, nee, ich wurde jetzt nicht genannt. aber es gibt wirklich so viele, die wir gerne gucken und die jetzt zu unserem Programm gehören. Ich sage jetzt auch ruhig mal wieder Brigitte und Ernst oder Lucky Camper oder, wie gesagt, wenn ich das jetzt aufzählen würde, was unser tägliches, also wirklich tägliches Abendprogramm ist, Vorabendprogramm kann man eigentlich sagen, ne? So. Ja. Wenn wir nach Hause kommen und sind fertig mit dem Essen, dann wird erstmal YouTube geguckt. Und beim Essen sogar schon. Beim Essen, genau. Also wir würden es echt bereuen, wenn das nicht mehr wäre, da wird wirklich was fehlen. Und vor allen Dingen unsere Filme würden fehlen. Ja, die würden auch fehlen. Also wir sind ja unsere besten Gucker. Nee, aber grundsätzlich ist es wirklich so, dieses Format YouTube, man kann es mit Blödeleien nutzen, man kann es mit kleinen Katzenvideos nutzen, mit allem Möglichen. Ist nicht unbedingt unser Ding, auch nicht irgendwelche Unfälle auf der Autobahn zu gucken, weil ich finde, da könnte YouTube mal angehen und könnte diese ganze Sache mal rausnehmen, weil Leid anderer müssen wir nicht unbedingt sehen. Wir machen es anders, wir wollen euch Freude mitgeben, also dass ihr euch... Ja, dass ihr Spaß haben könnt an unseren Videos und an unseren Reisen, die wir machen. So denke ich da mal drüber. Du auch, ne? Ja. Also gute Worte gewählt. Ne, finde ich auch. Ja. Und jetzt 3000 Abonnenten. Leute, das ist geil. Hätten wir am Anfang nicht so gedacht. Nee. Wir haben nichts dagegen, wenn es noch mehr werden. Das heißt, für diejenigen, die uns noch nicht abonniert haben, abonnieren bitte. Also... Klöpfchen drücken. Ja, auch. Klingel drücken, dann werdet ihr auch noch informiert. Auch gerne weiterempfehlen, wie gut wir sind. Weil das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, das haben wir auch gemerkt. Wir haben heute wieder nach jemandem gesucht, den wir schon länger nicht mehr gesehen haben. Wir hatten richtig Arbeit, den wiederzufinden bei YouTube. Obwohl wir ihn abonniert haben. Also hätten wir das Glöckchen gedrückt, der hat was Neues rausgebracht, dann hätten wir Bescheid gekriegt darüber und hätten die suchen müssen. Hat wirklich was. Also wir haben es auch nicht bei jedem gedrückt. Ne? Also das ist, da müssen wir ein bisschen drauf achten mal. Was wir gerne sehen sollten, war ruhig mal das kleine Glöckchen, Bimmelchen machen. Ja, und für dieses Jahr haben wir uns auch entschlossen, auf die Messe nach Düsseldorf zu gehen. Genau. Wenn Tickets ihr uns sind da, gebucht. Genau, Tickets sind gebucht. Wenn ihr uns da seht und uns mit dem Mundschutz erkennt, sprecht uns ruhig an. Wir mögen das. Ja. Da bin ich auch mal gespannt, wie es wird. Ich denke mal, das wird ein bisschen geschmeidiger, ein bisschen leerer werden. Klar wird man die Maske aufsetzen müssen. Ja, werden wir mal sehen, wie das funktioniert. Aber immer alles auf Abstand und mit Vorsicht. Genau, also mit Umarmung und Küsschen ist nicht diesmal. also ganz im sicheren Abstand, 1,5 Meter, könnt ihr uns gerne ansprechen. Wir sind, um es mal genau auf den Punkt zu bringen, vom 4. bis zum 6.9. auf dem P1. Den Parkplatz davor. Wir wollen insgesamt 2 Tage uns das wieder angucken, so wie wir es in der Messe Essen auch gemacht haben. Und logischerweise sind wir dann am 5. und 6. auf der Messe. Da werdet ihr uns wahrscheinlich dann mindestens bei... Ja, auf jeden Fall bei Rotkar. Rotkar treffen. Natürlich. Rotkar, Pössl, so die Ecke. Da werden wir hoffentlich den neuen vorstellen, wenn es einen gibt. Ja, wir hoffen. Also ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Wenn ich ins Internet, aber YouTube, nicht YouTube, wenn ich bei Google eingebe, Rotkar, dann tauchen, oder Rotkar 21, dann taucht das 20er Modell auf. Das haben wir ja schon vorgestellt. Wer es noch nicht gesehen hat, guckt mal bei uns in den Videos. Eigentlich braucht er nur eingeben, Pössl Rotkar 2020, dann tauchen wir auch schon bei Google auf. Vielleicht solltest du dann mal 2022 eingeben. Oder dann ja vielleicht nächstes Jahr das Modell ist. Nächstes Jahr ist 21. Ja, aber es hat nicht immer einen im Vorfeld? Das kann ich jetzt nicht sagen. Ja, ist egal, Google. das werden wir auf jeden Fall zeigen. Und natürlich auch die ein oder andere Neuheit, die sie so haben werden. Weil wir sind ja auch immer auf der Suche nach kleinen Veränderungen an unserem Bubi. Weil der hat von innen nicht unbedingt mehr das Aussehen, was er früher hatte. Da ist vieles dazugekommen in den 2 Jahren jetzt, die wir den haben. Ja, und von den neuesten Abänderungen werdet ihr natürlich erfahren. Ja, werden wir auch nochmal so ein kleines Filmchen machen. Genau. Weil ein paar kleine Sachen haben wir abgeändert, die für uns gut sind. Ja,
Weil das Schöne ist ja an unserem, das Schöne ist, an unserem Roadcar, dass das eigentlich so ein schlichtes Standardmodell ist. Was, ich sag mal, das Auto von der Stange, nicht so zusammengestellt, wie wenn man es bei Pössl haben kann, ich möchte die Polster, ich möchte die Wände oder sowas, sondern es ist ein Standardmodell. Und dadurch, dass er so schlicht ist, haben wir viele Möglichkeiten zu verändern. Ich sag mal, wenn man jetzt so ein Malibu hat oder so, die sind perfekt ausgestattet, was will man da verändern? Dann hat man im Vorfeld, sagen wir schon, die Auswahl getroffen und im Nachhinein kommt da nicht mehr viel, weil das ist eigentlich möglich. Aber was wir nur festgestellt haben, wirklich der Roadcar, andere Modelle oder Besitzer müssen irgendwelche Schubladen abpuffern, damit die nicht rappeln, nicht rauschen. Wenn es bei uns rappelt, dann haben wir falsch bestückt, eine Flasche Öl irgendwie falsch eingepackt. Genau. Aber sonst rappelt und ruckelt nichts. Öl und Essig zusammen in einem Gefäß. Ja, ist nicht gut. Wenn man das dann anders macht, dann passt das auch wieder. Also bei uns klappert nichts, da rappelt nichts. Die Kiste ist super ruhig. Also, nee. Jo. Und wir haben festgestellt, wenn wir da reinkommen und das erste Mal den Klostein, den ne? Klostein reinpacken, das halt sofort dann Urlaubsfeeling hat. Ja. Es riecht sofort ganz lecker und ob ihr es glaubt oder nicht, wir können alles Mögliche da reinwerfen. Wir haben letztens bei der letzten Tour den Pott bis oben in Folge gehabt, dass erstmal die Kontrolllampe anging. Ich habe das ausgeleert und wonach roch es? Nach, ratet mal, Klostein. Also, wir haben eben diese blauen von, das sind Würfel, müsst ihr mal gucken. Ich werde jetzt keine Werbung darüber machen. Aber auf jeden Fall, die duften gut und das sofort verbunden mit den schönen Momenten. Aber ich hätte da eigentlich bei Wetten, das auftreten können, wo ich ein Paket mit dem Klostein gekriegt habe. Habe ich dran gerochen und meinem Kollegen gesagt, ich weiß, was da drin ist. Da sind Klosteine für das Wohnmobil drin. Der hat mich schon für bekloppt erklärt und ich habe aufgemacht und das waren die Klosteine. Aber es geht ja jetzt nicht um das Auto, es geht ja jetzt auch um die Abonnenten. Ja, ne? Ja, Entschuldigung, genau, wir schweifen ab. Oh, wir sind total abgeschweift jetzt. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und Wir freuen uns wirklich über jeden Kommentar, den wir kriegen. Und ihr werdet es gemerkt haben, bis jetzt wurden auch eigentlich alle beantwortet, außer sie. Das ist eine ganz böse Sache an der Geschichte, wenn ihr... Ups, da hatten wir einen kleinen Unterbrecher. Da war leider der Akku alle. Ja, das ist eigentlich das, was wir vermeiden wollen. Ja, aber manchmal geht das nicht anders, dann hat man halt die falsche Wahl des Akkus genommen. Ja. Was ich sagen wollte war, wenn ihr einen Link mit in eurem Kommentar habt, dann wird das automatisch in den Ordner zum Überprüfen oder zur Überprüfung, Dingsbums steht das irgendwie, reingesetzt und dann kann es schon mal passieren, dass der dann darin verschwindet oder in Spam. Sollte sich das ein bisschen verzögern mit der Antwort, nicht böse sein, dann habe ich das halt eben gerade mal übersehen. Es gibt sowieso irgendwie drei oder vier verschiedene Arten, sich Kommentare anzugucken bei YouTube. also die Reihenfolge ändert sich dauernd und so weiter. Also es kann schon mal passieren. Ich mache das immer so, es kriegt natürlich jeder von mir einen Daumen dafür und es kriegt jeder von mir ein Herz, weil es sind ja auch herzliche Nachrichten von euch. Und dann kann ich immer erkennen, eigentlich, wem ich schon geantwortet habe und wem nicht. So hin und wieder taucht da mal wieder einer auf, wo alles grau ist. Und dann denke ich, eieiei, ist er wieder runtergegangen. Also es kriegt jeder eine Antwort, sofern wir das noch bewältigen können. Aber im Moment geht es noch ganz gut. Sogar nur alleine? Ja, das mache ich ja alleine. Irgendwann brauche ich eine Sekretärin. Ja, da muss ich halt auch am Wochenende arbeiten. Ja. Also ihr habt Spaß an uns, wir haben Spaß an euch. Mal kurz gefasst jetzt, ne? Ja, auf den Punkt gebracht. Wir hoffen, es werden noch mehr Abonnenten. Ja, auf jeden Fall. Deswegen habt ihr Freunde oder Bekannte, die dasselbe Hobby haben, dürft ihr uns gerne empfehlen. Ja. Abonniert uns. Das ist vor allem wichtig, genau. Und bleibt fleißig dran. Da kommen noch ganz viele Sachen. Die nächste große Tour haben wir geplant. Ich hoffe, Corona macht uns keinen Strich für die Rechnung. Dazu haben wir im vorherigen Film schon mal was erzählt. Es wird Norwegen werden. Und da lasst euch überraschen, habe ich ein paar schöne Ecken ausgesucht schon. Und Uli kennt noch nicht alles. Wird sehr wahrscheinlich emotionale Ecken werden. Ja, also wir werden wieder emotionale Bilder bringen. Ja. Ja, ich bin halt Weichei. Und ich glaube, das war's. Wir müssen jetzt nicht 3000 Jahre quatschen dafür.
Nee. Wir haben schon einen Akku leer gequasselt. Danke, haben wir gesagt. Bitte? Ich habe schon einen Akku leer gequasselt. Einen Akku leer gequasselt, genau. Ja, und somit würde ich sagen... Ja, tschüss in die Ferne und vielen Dank. Bleibt uns treu.